Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der Disney Villain Challenge. Und heute wird die kleine Lady Tremaine einfach zum Kind heranaltern. Und ich würde sagen, wir werden die kleine Maus jetzt einmal aus dem Bett schmeißen, denn wir müssen ihr einmal die Windel wechseln. Und dann kann sie sich ja eventuell nochmal etwas hinlegen. Denn wenn ich mich richtig erinnere, steigt heute die Geburtstagsparty für die kleine Maus um 12 Uhr. Das heißt also, wir haben einen guten Zeitvorlauf. Denn ja, manchmal laufen die Sim-Stunden einfach viel schneller weg, wie wir eben schauen können. Und ich würde sagen, Mel wird jetzt hier auch einmal aufstehen und wird dann einfach der kleinen Maus einmal einen Geburtstagskuchen zubereiten. Den werden wir dann natürlich im Sim-Inventar lassen. Jetzt müssen wir nur einmal schauen, was möchten wir der kleinen Maus denn machen. Wir haben Winter, dann könnten wir theoretisch auch einen Winterkuchen machen. Passt ja dann eigentlich sehr gut. Und dann schauen wir mal, ob das Hygienebedürfnis jetzt von ihr erfüllt ist oder ob wir sie vielleicht dann doch noch baden müssen. Ne, müssen wir dann auch noch. Dann werden wir Lady dann auch direkt im Schaumbad baden. Der kleine Raymond liegt noch im Land der Träume. Er hat einfach im letzten oder im vorletzten Teil hat er all seine Abzeichen bekommen von den Pfadfindern und wurde somit dann auch befördert und ist jetzt, glaube ich, Drama-Lama-Pfadfinder. Und ich sehe gerade, dass er erst 75% seiner Hausaufgaben erledigt hat. Deswegen werden wir jetzt hier einfach noch ein wenig bei den Hausaufgaben brillieren. Und Mel wird jetzt hier einmal den Müll noch einmal raus. Mel wird dann jetzt hier einmal den Müll noch rausbringen. Und ich würde sagen, da die gute Coco auch noch hier rumläuft, werden wir uns auch hier jetzt einmal um die liebe Coco noch kümmern. Mit ihr werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr viele Turniere ja stattfinden lassen können. Denn die kleine Maus ist ja auch schon eine Seniorin. Und jetzt bekommen wir die Benachrichtigung, dass die Geburtstagsparty jetzt bald stattfindet. Und ich würde sagen, wir werden dort jetzt einfach mal hinreisen. Und die kleine Lady hat jetzt einfach ihre Großeltern gemalt. Das ist so süß. Das werden wir einmal ins Inventar ziehen. Und sobald sie eben dann zum Kind heranwächst, werden wir das der Oma einmal schenken. Total knuffig. Da sind wir angekommen und ich sehe gerade, hier steht einfach alles noch von, ja, dem Gender Revival. Übrigens, es gibt ab sofort jetzt auch die Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr diese abschließt, zahlt ihr 99 Cent im Monat und könnt dann unter anderem auch eine Woche, bevor die Videos überhaupt veröffentlicht werden, diese Videos anschauen. Ich dachte, ich informiere euch einfach mal darüber, falls der eine oder andere daran Interesse hat. So, da wir jetzt hier ein paar Spiele abschließen müssen, werden wir jetzt hier einfach mal ein wenig Schach spielen. Und was könnte besser sein, wenn wir jetzt hier mit der Familie ja Schach spielen? Und ich würde sagen, wir werden dann jetzt hier auch einmal mit Lady ein wenig ja Interaktionen vollbringen. Und zwar werden wir der Oma einfach mal einen Kuss hauchen, werden dann hier auch ein paar lustige Gesichter schneiden und werden dann jetzt auch erstmal hier Henrietta treffen. Und dann könnte theoretisch der kleine Araf hier einmal als Weltraumforscher hier rumstolzieren. Und dann würde ich doch einfach mal ganz frech behaupten, wir werden dann jetzt hier einmal den Kuchen aus dem Inventar platzieren. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz schauen, wurde der überhaupt mitgenommen? Ach ja, ich habe nämlich erst gedacht, der wäre überhaupt nicht mitgenommen worden. Okay, wir müssen den wahrscheinlich einmal mittig platzieren. Muss ich in der Mitte einer Theke befinden. Okay, haben wir jetzt hier keine Theke? Können wir den vielleicht auf der Bar hier platzieren? Nee, aber ich sehe gerade, hier haben wir eine Theke. So, okay, da funktioniert es. Dann lassen wir den einmal dastehen. Und sobald die beiden dann jetzt hier fertig sind mit dem Spielen, werden wir dann auch die kleine Lady endlich älter werden lassen. Lady unterhält sich hier noch mit Henrietta. Und wir werden sie jetzt hier einmal liebevoll umarmen. Und die beiden haben ein sehr angenehmes Gespräch. Ist das nicht süß? Und Araf, du solltest vielleicht einmal bitte dein Outfit ändern. Und dann würde ich doch ganz frech einmal behaupten, Araf, geh du bitte einmal noch auf Toilette, bevor wir das stattfinden lassen. Mel, du gehst bitte auch einmal auf Toilette. Hör bitte auf, mit allen zu reden. Selina und Mel sind soeben gute Freunde geworden. Selina ist übrigens eine der Töchter von Snow. So, und dann würde ich doch mal ganz frech behaupten, werden wir jetzt Lady Tremaine helfen, die Kerzen auszublasen. Und der kleine Raymond kann dann auch hier einmal aufhören zu spielen, damit er eben auch bei dem Geburtstag seiner Schwester dabei ist. Wir werden dann jetzt hier einmal auf Pause drücken, damit er hier hingeht. Dann schauen wir mal, wo der Araf. Araf ist hier. Araf kann dann auch hier einmal hingehen, damit er eben, wie gesagt, halt auch das Ganze mitbekommt. Und unser Kellner hier, der ist fleißig ja hier am Kochen. Happy Birthday, kleine Lady. Und nun wird sie einfach vom Kleinkind zum Kind heranaltern. Auch wenn sie jetzt hier 3 Kilometer geht, um Geburtstag zu haben. Aber vielleicht braucht sie einfach diesen Spaziergang. Und nun wird sie endlich ein Jahr älter. Und da sie ja das Merkmal Heikel hatte,
Würde ich vielleicht sagen, Liebling der Massen. Tausendsassa. Wir werden einfach die Pyjama-Party-Königin. Und ich würde sagen, da wir jetzt schon ein Merkmal nehmen können, was sich halt dann auch mit, ja, ins Erwachsenenalter durchzieht, also wir müssen ja mindestens ein schlechtes Merkmal haben, würde ich doch ganz einfach behaupten, dass sie ein Hitzkopf ist. Und da haben wir die kleine Lady Tremaine, die natürlich noch auf ihr Umstyling wartet. Und wir haben einfach ein Geschenk von Ivy bekommen, von Sandy, von Sophie. Und das war's bisher. Und ich würde sagen, so glücklich wie die kleine Maus jetzt hier ist, lassen wir die Familie Meshram auch zurück. Wir werden schauen, was die nächsten Teile so alles bringen. Wenn ihr Anregungen oder ähnliches habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!